Ui, Link, schick siehst du aus mit diesem neuen Feuerauchring, oder? Willkommen zurück zu Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge haben wir einfach, man sieht es jetzt nicht, aber ich habe hier Feuerauchringe bekommen. Ein ungewöhnliches Schmuckstück, das sich vor extremer Hitze schützt. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich lang muss damit. Hier haben wir die Wasserdrachenschuppe übrigens. Habe ich noch nie gezeigt. Und es fehlt nur noch ein Lied. Das ist der Pock. Genau, heute werden wir den Vulkan erklimmen. Und ich glaube, dafür geht es hier lang, um den zu erklimmen, oder? Ich meine, da hoch irgendwo. Und sonst, wenn ich falsch bin, habt ihr jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Wow. Die Gegner haben sich ja gar nicht verändert hier. Die sind immer noch exakt gleichen. Wow. Oh, das wird problematisch. Okay, okay, ja, ja, ja. Bam! Ich mach die One-Hit. Krass. So, die kann ich ignorieren. Ich glaube, hier ging es nach oben, ne? Ich kann mich daran erinnern, dass wir hier lange stuck waren oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Ist schon so lange her, dass wir hier waren. Hä, Link, wo kletterst du? Jetzt nimm. Ich weiß nicht, ob heute Drift extra stark ist oder ob Link einfach gerade einen eigenen Willen hat. Vielleicht hat er einfach keine Lust. Aber was getan werden muss, muss getan werden. Habe ich nicht recht, ihr kleinen Marienkäfer? Ja, die stimme zu. Okay, hier geht's nach oben. Ja, da sind wir ganz oben. Oh, wie süß. Schaut euch die kleinen Ameisen an. Die sind ja hart am Arbeiten. Und ich sammle die jetzt ein. Genau, hier müssen wir hin. Genau, wir sind jetzt hier ganz oben. Dann müssen wir jetzt hier nochmal nach links. Denke ich. Und dann gibt es hier irgendwo einen Höhleneingang. Boah, das ist schon so ewig lang her. Aber ich kann mich ein bisschen an alles erinnern noch. So ein bisschen. So ein bisschen kann ich mich ja noch an das Ganze erinnern. Genau, und hier war jetzt so ein Weg, wo es viel zu heiß war, um durchzugehen. Wo man nur so 2 Sekunden drin bleiben darf und dann verbrennt man sonst. So war das doch, glaube ich. Ich kann mich an irgendwas erinnern, auf jeden Fall. Schauen wir mal nach, ob das stimmt. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was Nices. Ich grab hier auf jeden Fall ein bisschen, warum nicht? Schadet nicht. Ja, da kann er abhauen. Genau, hier. Fall sagt uns das jetzt wahrscheinlich auch. Ding. Wunderbar. Und jetzt können wir einfach für immer und ewig bleiben. Die Wand berühren. Ah. Schön warm. Schön kuschelig warm auf einmal. Diese magischen Ohrringe. Die kriegen einfach alles hin. Ob die wohl auch andersrum funktionieren? Mit Eis und so? Was ist denn jetzt? Gebieter, ich hab dir was zu berichten. Wir befinden uns nahe des Kraters am Gipfel des Vulkans Eldin. Ich weiß. Da sollen wir jetzt auch lang. Wir sind noch ganz oben. Aber wir sind schon da. Am Vulkangipfel. Wir sind schon da. In dieser Gegend herrscht eine extreme Hitze. Mit dem Feuerring kannst du dich aber länger hier aufhalten. Länger oder für immer? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich die letzte Heiligkeit, heilige Flamme, hier befindet. Ich empfehle sie zu suchen. Ja. Offensichtlich. Danke, Pfei. Boah, ist aber ein riesiger Ort. Oh ja. Hoffentlich kriegen wir das hin. Na doch, das kriegen wir mit so einem starken Master Sword. Zack. Hey. So. Hier sind ganz viele von euch Schleimgegnern, aber bei euch ignoriere ich jetzt gerne mal. Ich würde gerne mal nachschauen, was es... Findet! Verdammt. Ich würde gerne mal nachschauen, was es hier so in der Gegend gibt. Okay, ist vielleicht doch nicht so groß. Oder wahrscheinlich kann man hier überall hin und her rein, oder? Das ist wahrscheinlich doch größer. Okay, sorry. Ich will nicht hier ganz auf die Karte gucken. I'm sorry. Ah, lass mich in Ruhe! Boah, hier sind so viele von denen! Nee, das lohnt sich nicht, gegen die zu kämpfen. Lohnt sich wirklich nicht. Okay, da können wir raus. Ich will mal wissen, wo führt das jetzt hin? What? Okay, ich bin ganz woanders. Grab erstmal ein bisschen.
Geld können wir ja gut gebrauchen. Von daher sage ich nichts gegen. Hier sind ein paar Herzen drin. Dankeschön. Wo sind wir hier? Geht das? Nee, so weit reicht das nicht. Aber hier geht das doch, oder? Komm, schwimm hoch! Schade, er hat keine Kaskade gelernt. Das geht auch nicht. Ich bin ein bisschen am Ausprobieren, vielleicht merkt man das. Ich heute ein bisschen ruhiger. Ruhiger, genau. Deutsch. Ruhiger bin. Weil ich keine Fehler machen. Kamera. Weil ich keine Fehler machen möchte und auch keine Ahnung habe, was auf mich zukommt. Kling! Okay, wie auch immer. Wir haben uns ja nicht komplett umgekundigt. Da ist zum Beispiel noch eine Safe-Statue. Weiß nicht. Ich will erstmal hier lang gehen, wenn ich schon gerade hier bin. Hier scheint es weiter zu gehen. Lindere meinen Durst und ich gebe den Weg frei. Soll ich jetzt ehrlich... Ach warte, können wir das nicht anders machen? Können wir das doch bestimmt auch anders machen, oder? Sag bloß, du suchst ebenfalls nach dem Artefakt der Göttin. Ist das hier nicht etwas heiß für dich? Mir macht jetzt ja an sich wenig aus, aber diese Flammen da sind selbst mir zu heiß. Irgendwie müsste man diese Flammen ja doch überwinden können, oder? Oh Gott, die sind 1000 Grad heiß. 1000 Grad heiße Flammen mit einem Messer-Challenge! Okay, der möchte irgendwas gefuttert bekommen, aber ich möchte jetzt ungerne auch, ihr wisst schon, deshalb, suchen wir was anderes. Ja. Boah, verschwinde! Ja, genau so meine ich das, was ich sage, verschwinde. Perfekt! Perfekt! Hey, lass mich vor! Was gibt's hier? Hier kann man einfach nur rumstehen und sich cool fühlen. Nice. Das tue ich gerne. Falls das nicht wusste. Okay, eigentlich soll man von hier kommen. Das ist ein anderer Weg. Verschwinde. Hey! Verschwindet! So nervig dieser Ort. Überall Viecher, die einen. Die einen auf den Geist gehen wollen. Ach, wie kriege ich den? Da würde ich gerne hin. Allgemein würde ich da gerne lang gehen. Weil da gibt's. Nee, das ist ein Rückweg. Ich habe das Gefühl, wir bekommen ja ein echt krasses Item. Vielleicht irgendwas, womit wir etwas kalt machen können oder so. Ist zumindest jetzt meine Theorie. Könnte sein. Hier konnten wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Hier kommen wir auch nicht lang. Den Stein kann ich mir ja markieren. Aber das ist ein Rückweg hierhin. Da kommen wir doch nicht hoch. Niemals. Ist irgendwas anderes, was ich verpasse? Kann ich da vielleicht durch? Bitte, mach mal deinen Job. Ich muss wissen, was es hier gibt. Hier gibt's gar nichts. Hä? Okay. Moment. Haben diese Fackeln hier irgendwas zu bedeuten? Nee? Doch? Ich kann das Feuer ausmachen. Moment. Ich kann das Feuer ausmachen, aber es bringt mir nichts. Glaube ich. Kann ich das mitnehmen, das Feuer? Vielleicht kaputt machen. Oder was ist, wenn wie das Wasser, was hier draußen rumliegt, in eine Flasche mit reinnehmen? Oh, aber ich habe keine leere Flasche. Ist das vielleicht die Lösung? Ich will halt dafür nicht eine Flasche verschwenden, deshalb weiß ich nicht. Vielleicht soll ich das hier mal komplett aufmachen. Vielleicht ist das ja so ein Geyser, der nach oben führt. Ne, ist einfach nur sehr viele Herzen. Wow! Ich dachte, vielleicht mit der Bombe irgendwo hinschmeißen.
Aber ich glaube, die kann man nicht wegbomben. Ich glaube, das versuche ich es nicht. Stimmt, ich kriege überall Bomben, ne? Vielleicht soll ich mit denen was machen? Hm. Ich muss mir noch mal ein bisschen umschauen. Also da kann ich nicht durch. Moment. Der Beetle kann da aber bestimmt durch. Okay. Das scheint wie ein Dungeon zu sein. Hier kann man speichern, aber hier gibt es keinen Schalter oder sonst was. Und hier geht es dann runter zum Dungeon. Okay. Okay. Was sagt das Schild? Lindere meinen Durst. Du möchtest was trinken. Der möchte wahrscheinlich eine Flasche Wasser trinken, oder? Na gut, dann trinke ich jetzt meinen Ausdauertrank. Und probier's aus. Wünsch mir Glück. So, mit diesem Ausdauertrank können wir jetzt, ich glaube, länger rennen. Ich glaube, damit haben wir höhere Ausdauer. Also können halt länger rennen. Ja, genau. Habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Egal. So, und jetzt? Aha. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ist das ein Tipp? Maybe. Wie lange kann ich jetzt eigentlich rennen? Wir waren viel länger als sonst. So, ich glaube, dem kann ich das jetzt geben, oder? Hier. Ja, muss ich doch noch nicht was anderes benutzen. Super. Sieh mal, die Flammen sind erloschen. Jetzt können wir diesen Abschnitt endlich erkunden. Ja, mein Freund, das können wir. Hier können wir ein bisschen Musik spielen. Für unser neuen Gebäude. Boing, 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 boing. In der Nähe scheint sich irgendwo ein Herz zu befinden. Um es zu finden, musst du dich jedoch wie ein Magma durch die Erde graben können. What? Na, ich kann noch graben. Oder war das ein Spoiler für irgendwas, was noch passieren wird? Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich markiere ihn mal. Ah, ich seh's! Auf der Map! Aha! Ja, ich markiere das auf jeden Fall mal, damit ich es nicht vergesse. Oh, wie viele Herzen man hier bekommt. Damn, als ob ich so oft getroffen werde, Spiel. Oha! Ja, die sind mir egal. Ich habe schon genug von denen. Okay. Muss ich nochmal Wasser mitnehmen? Ja, ich muss nochmal Wasser mitnehmen. Okay. Wir sehen uns gleich wieder. So, mein durstiger Freund. Ich habe sogar noch mehr klares Wasser für dich. Oh. Ja, gut. Ich glaube, das wäre jetzt eine Verschwendung, wenn ich das machen würde. Aber komm, das muss... Ja, ich wollte gerade sagen, das muss doch gehen. Ja, das funktioniert. Und von hier kann ich ihn dann einfach... Kann ich sie von hier runterschütten lassen? Also die Kamera zeigt mir das so an, als würde es funktionieren. Ja! Cool! Cool, cool, cool! Oh, klasse! Lass uns mal nachsehen! Ist er aufgeregt, mein kleiner Goron-Freund. Er ist auch sehr aufgeregt. Okay. Ist das hier schon ein Dungeon? Oh, da kommen wir aber gar nicht hoch, ne? Oh, schau dir das nur an. Unheimlich. Das ist bestimmt nicht für das Artefakt der Göttin gedacht. Dahinter muss sich etwas Größeres befinden. Was? Und dieses Mal sind die Flammen noch viel größer. Mit einer Flasche wirst du dann nicht weiterkommen. Irgendwie müssten wir da genügend Wasser drauf spritzen. Hast du keinen großen Behälter? Und dann bräuchten wir natürlich auch noch eine ganze Menge Wasser. Wie machen wir das nur? Fei möchte was sagen. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. An diesem Ort kann ich kein Wasser erspüren. Um diesen Mechanismus zu bedienen, wirst du viel Wasser benötigen. Ich empfehle dir, danach zu suchen. Was?
Suche nach Wasser? Hier gibt's kein Wasser, suche nach Wasser. Was? Ich bin gerade tatsächlich ziemlich verwirrt, aber es sieht krass aus hier, dieser Ort. Was? Mein Trank! Nein! Ja, habt ihr leider fehlgekauft, aber das wisst ihr ja. Aber da kann man sich dranhängen. Boah, ist aber leise! Ja, nee, das geht nicht, oder? Oh, warte. Komm ich da hin? Nee? Ah, da kann ich den nicht einfach hochklettern? Doch, gerade noch so kann ich da hochklettern. Aha. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Vielleicht ist es hier auch nur ein Secret. Ich kann es euch nicht sagen. Was war das denn gerade? So der Vulkan. Aber... Oh nein. Okay, let's go! Hi, Kumpel! Geh mal weg! Verschwinde! Aua! Leise! Gott! Komm schon! Oh, das ist satisfying, den Fallen zu sehen. Wunderbar! Ich mag die Viecher nicht. Sechs. Oh, das ist wirklich nur für einen Stein, das ist nur Bonus. Schade. Trotzdem! Den Stein nehmen wir mit. Aber fall nicht in den Vulkan rein. Moment mal, was ist das denn hier? Sieht so vergoldet aus. Oder ist das nur ein Bug? Oder? Okay, warum sah das jetzt vergoldet aus? Egal. Ja, mehr gibt's hier nicht. Hm. Da kann man auch nicht raus, oder? Das will ich nur kurz nachschauen. Ansonsten müssen wir woanders lang. Hast du einen Tipp? Wir brauchen eine Menge Wasser und einen großen Behälter. Fällt dir nichts ein? Tatsächlich fällt mir wirklich nichts ein. Ich kriege aber auch keine Aurasuche dafür. Großes Wasser. Ein großer Behälter mit Wasser. Hä? Wann bist du denn hier? Ach, du hier? Suchst du immer noch nach deiner Freundin? Was ich hier mache? Ich suche natürlich nach einem Schatz, ist doch klar. Jetzt habe ich auch noch nichts gefunden. Hast du vielleicht eine Idee? Willst du es wissen? Wie? Du weißt was? Du und ich? Wir sind doch gute Freunde. Los, erzähl schon! Was? Die Flammen versperren dir den Weg? Dann kipp doch Wasser drauf. Du brauchst ganz viel Wasser dafür? So ist es also. Ah, reicht das hier wohl nicht, verstehe. Das Wasser hier stammt aus dem Floriasee. Der ist ziemlich weit weg. Ein Kumpel von mir war im Wald von Throne auf Schatzsuche und ist von dort über den Wasserweg hierher zurückgekehrt. Sagt er zumindest. Mit dem Wasser auf dem See lässt sich dein Problem ja vielleicht lösen. Aha. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich empfehle den Worten des Mogma zu folgen und zum Floriasee zu gehen. Was den Transport des Wassers angeht, vielleicht solltest du dich an den Wasserdrachen wenden. Ah, zu Faron zurück. Mit dem Wasserbehälter, in dem er sich von einer Verletzung erholt hat, sollte es möglich sein, das Wasser zu transportieren. Aha. Soll ich die früheren Informationen zum Verarbeitungsgefäß als auch so festlegen? Ja, kannst du machen. Sehr wohl, Gebieter. Auch wenn ich weiß, wo es ist. Danke für die Info, Mann. Vielen Dank. Der ist so klein. Ich kann dich erreichen. Okay, auf zum See. Pschau. Das war schon. Ja, schnell. Oh, kleine Oingo-Boingo. Bleibt hier. Was willst du sagen? Was sagst du denn so bei der Liebe? Okay, krass. Stimmt, wenn man drei Dreiecke zeichnet, dann kriegt man ja... Feen oder so? War das nicht was? Meine ich so im Kopf zu haben. Okay. Nee, warte, da wollen wir nicht rein. Das ist der Dungeon. Wir wollen hier zurück in die Höhle.
Jetzt war ich fast falsch lang gegangen. Wir wollen aber hier rein. Da befindet sich der Wasserdrache Theron und von ihr oder ihm? Ihr? Ich glaube ihr. Brauchen wir den Behälter, aber ich weiß nicht, ob es einfach so geht. Das ist ja wie so ein Schneckenhaus für sie, oder? Obwohl. Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Nee. War einmal. Sion, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen. Okay. Meine Kraft zurück. Ich werde ihn wohl nicht schnell nicht wieder benötigen. Mach, was du willst. Danke. Soll ich einen Roboter rufen? Den kann ich nicht leiden. Gebieter, mit Verlaub, du darfst dich nicht von deinen Gefühlen beeinflussen lassen. Ich rufe ihn. Ja, wohl besser, wenn er das macht. Ja. Zumindest ist die Musik cool. Werte Feind, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß, aber kein Problem für mich. Hey, grüner Weg, sieh zu und lerne. Ich warte damit dann wie immer am Himmel. Das war ja doch simpler, als ich dachte. Cool. Und schlau. Gebieter, geh zum Himmel. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder im Himmel. Woo! So, mein kleiner Roboterfreund. Zumindest fürs Erste tun wir mal so, als wären wir Freunde. Damit er uns auch hilft. Obwohl, ich kann das halt eher was mit Pfeil zu tun, dass er Pfeil einfach mag. Dass er uns hilft. Naja, wie auch immer. Ich finde das immer ganz cool, wie er uns hier wirklich folgt. Das finde ich ganz cool. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Ich weiß nicht, kann man da hin? Einfach so? Oh, das ist der Eingang zum Vulkan. Ich bin bestimmt schneller am Ziel als du. Schleichender grüner Wicht. Okay, weird flex. Wieso sind wir wieder hier? Wie? Hier ist es gut, ja? Ich hatte schon fast keine Kraft mehr. Was? Auf den Gipfel? Sag das doch gleich, jetzt muss ich mit dem schweren Ding noch einmal losfliegen. Oh nein. Es wird eine Quest oder so. Nochmal ganz nach oben. Hier ist alles voller Monster. Nicht, dass ihr vor Monstern Angst hätte oder so. Aber im Augenblick trage ich ja noch diesen schweren Behälter. Auf geht's, Güterwicht. Jetzt zeige ich dir mal, was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf, ja. Ich folge dir unauffällig. Und pass bloß auf, dass mir keiner dieser Ungeheuer zum Nahe kommt. Oh nein. Oh nein. Leute, der grüne Wicht rettet den Tag. Hey! Stopp! Oh, der ist One-Shot. Mit so einem krassen Bogen. Klar, können wir noch einen besseren machen, aber den machen wir dann ein andermal. Genau wie unser Schild, das können wir noch besser machen. Wie gesagt, machen wir noch. Machen wir noch. Na, na. Wo wollen wir denn lang? Hier lang, oder? Okay, er folgt uns einfach. Er fliegt einfach hinter uns her. Ich muss einfach alles in unserem Weg einfach nur besiegen. Okay, danke für die Pfeile, Spiel. Ich habe verstanden, dass ich mit dem Bogen ankämpfen soll. Tschüss. Tschüss. Okay. Läuft ja generell schon mal nicht schlecht. Oh, muss ich die auch noch killen? Hä, was ist das denn für ein Monster? Hilfe! Oh Gott, ich muss hier alles killen, oder? Auch die Fledermäuse alle. Hä? Spann dich! Der rastet ja sofort aus. Wenn die nur so 2 mm an ihn rankommen. Aua! Aua! Was denn? Was denn? Boah, schreit rum wie ein Baby. Hey Kumpel! Bonk! 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 Ach, stunt die das nur? Nee, das macht Damage!
4 Schüsse und dann ist er down. Cool. Cool. Hier lang. Glaube ich. Hoffentlich sind hier keine. Wow, wow! Ja, ja, ich weiß. Ist noch hinter mir? Okay. Eieiei, da muss ich erstmal speichern. Das kann ja was werden, oder? Na gut. Wir haben ja genug Herzen, also wir werden wahrscheinlich davon nicht down gehen. Danke, Spiel. Danke. Nice. Hey, du kannst sie doch nicht allein lassen. Hä? Bin ich zu schnell für dich oder was? Ich glaube, ich war einfach zu schnell für den. Pow! Aber es ist sehr gut, dass ich ihn geupgradet habe, den Bogen, weil ich glaube, sonst hätte er nicht One-Shot gemacht, oder? Ich weiß es nicht, aber kann sein. Nein! Hilf mir. Wow, hat er sich gerade da dran geheftet? Pfeile. Hilf mir! Kann man sich auch dran heften. Ich glaube, wir gehen lieber hier lang. Ja doch, wir gehen lieber hier lang. Wir sehen wir lieber den. Ist kürzer. Und den können wir ja schön mit Pfeilen nerven. Zack. 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 Und tschüss. Hey! Und tschüss, habe ich gesagt. Bonk. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ich glaube, das schubst Link nur zurück. Okay. Oh Gott. Wie kommen wir denn hier durch, merke ich gerade. Ja, warte. Moment. Lass uns mal hier lang. Wow, 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 wow. Ich weiß es doch. Spann dich. Du musst ja erst rumschreien, wenn die wirklich an dir dran sind und versuchen, dich anzugreifen. Wow, wow. Ich bin dabei. Tschüss. Wo ist noch einer? Da. Ja, am besten greifst du mich an. Genau, Buddy. Sei nützlich, sehr vorteilhaft. Der da oben geht mir noch um Keks. Hedda! Schön. Ciao! Nice. Folgt der Roboter mir? Ja. Super. Eieiei. Ey, Kumpel! Verschwinde hier! Boah. Okay, meine Pfeile gehen mir aus. Ich glaube, ich muss ihn so bekämpfen. Wir wollen noch einen epischen Kampf haben hier. Hä, ich kann das doch normalerweise. Ja, genau. Ja, jetzt einfach nur drauf. Einfach spammen! Ah! Was für eine fiese Gestalt. Ich versuche es ja! Hab ich ihn? Jetzt habe ich ihn. Okay. Ja. Spannende, krasse Kämpfe sind natürlich auch hier. Normal. Okay. Okay. Super. Dann hier einmal drumherum. Dann müssen wir hier noch hoch. Und dann noch weiter und weiter. Und du verschwindest bitte. Ey! Dieser Roboter, ey. Dieser Roboter. Sehr nervig. Sehr nervig, indeed. Schwinde! Hey! Schwinde! Ich hab keine Ausdauer! Was, wir getroffen? Was? Wo fliegst du denn lang? Ich funktioniere nicht mehr. Nein!